Willkommen zurück bei Thomas J. Zeige ich euch, wie ihr eine random Weiterleitung zu irgendeinem Video bzw. irgendeiner Internetseite erstellen könnt. Wie zum Beispiel das hier. Ihr klickt hier einfach auf Random Link und schon kommt ihr zu irgendeinem Video. Das können wir jetzt nochmal machen. Ja, da ist jetzt gerade Pech. Naja, wir sollten die Seite auch reloaden. Also bei mir hat es nämlich bis jetzt, wie man sieht, oh, das war laut. Klappt's halt. Das kann man halt so oft machen, wie man will. Dafür habe ich hier den Code als Pastebin-Link hier schon mal genommen, denn natürlich, ich habe das Ganze jetzt nicht selbst programmiert. Und ja, die Sache ist halt, ich kann den Code jetzt auch nicht komplett euch auswendig sagen. Das wäre halt einmal dieser hier. Den füge ich da halt ein. Der ist bei javascriptkit.com. Und ja, ihr könnt ja halt dann unter Random Links euren Link eingeben, wie zum Beispiel http://www.google.com. http://www.bing.com. http://www.youtube.com und so weiter. Den Rest kann man ja, wenn man nicht braucht, wegmachen. Und ja, jetzt speichern wir das Dokument und ich öffne es. Jetzt sieht man hier Random Link. Wenn man draufklickt, kommt man zum Beispiel in meinem Fall jetzt auf YouTube. Jetzt refreshen wir nochmal. Jetzt komme ich auf Bing. Jetzt auf Google. Und das halt immer random. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Link zu dem Dokument wird in der Videobeschreibung sein. Und ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr auf html.etmc.de geht, dass man halt hier sehen kann, was wann kommt. Oh. Das war jetzt mal wieder ein Fake. Halt, was wir wann machen. Wird hier auch noch ein bisschen weitergeführt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. We'll be right back.